Pickel, Mitesser, Blackhead, Whitehead, so viele Begriffe, da kommt man schnell durcheinander. In diesem Video zeige ich dir genau die Unterschiede und habe dafür auch ein paar schöne Animationen und Bilder mitgebracht. Mein Name ist Dr. Alice Martin, eine der Ärztinnen von Dermanostik, der Online-Hautarztpraxis. Und hier sehen wir extrem häufig Patientinnen mit Hautunreinheiten. Und deswegen haben Estefania und ich dazu auch ein Buch geschrieben. Das kommt am 17. Mai raus, aber mehr dazu verrate ich euch am Ende des Videos. Und ich zeige dir jetzt die häufigsten Hautunreinheiten. Hier siehst du einen Mitesser, Comedo lateinisch. Das heißt, man sieht meistens kleine schwarze Pünktchen in den Poren im Bereich der seborrheischen Areale, also die, die etwas mehr fett. Dazu gehören Blackheads, das heißt offene Mitesser, an der Oberfläche eher schwärzlich aussehend. Und Whiteheads, das sind geschlossene Mitesser, man sieht meistens noch ein dünnes Häutchen und darunter ist der Teig weiß. Pickel, das worüber jeder spricht, nennt sich medizinisch Pustel. Das heißt, an der Oberfläche ist ein kleiner Eiterpfropfen. Der Unterschied zwischen einem Pickel und einem Whitehead ist, dass wir im Pickel bereits eine Entzündung haben. Hier entsteht Eiter. Beim Whitehead ist diese Verfärbung durch den Teig bedingt. Knoten oder Nodi medizinisch sind Erhabenheiten, die aber in der Tiefe liegen. Eine tiefer liegende Entzündung. Das sind klassischerweise die Pickel, die nicht rauskommen, obwohl man sie ausdrückt. Man sollte am besten auch die Finger davon lassen. Furunkel sind tiefer liegende Entzündungen. Manchmal können sie tatsächlich Richtung Abszess, also einer richtigen Eiterhöhle werden. Je nachdem, wie ausgeprägt so ein Furunkel ist. Die sind sehr schmerzhaft und es ist eine Entzündungsreaktion, die auch desinfizierend und antibiotisch am besten behandelt werden sollte. Wie du siehst, gibt es ganz viele verschiedene Begrifflichkeiten bei den Hautunreinheiten und wenn du wissen möchtest, wie du das behandelst, dann freue ich mich, wenn du am 17. Mai das Buch bestellst. Da erklären wir das nämlich ganz detailliert in unterschiedlichen Kapiteln und falls du nicht so lange warten möchtest und sagst, ich brauche jetzt Handlungstipps, dann nutzt doch gerne unsere App, weil unsere Hautärztinnen können dann auf Grundlage deiner Bilder einen Hautpflegeplan und eine Behandlung durchführen. Wenn du nichts mehr verpassen möchtest und uns noch nicht abonnierst, abonniere uns gerne und wir sehen uns beim nächsten Video.